Sawyer Morton. Eine traurige Nachricht für Sie. Die Netzhaut in Ihren Augen löst sich auf. Das heißt, dass Sie in wenigen Wochen oder auch schon Tagen verschwinden werden. Es kann nichts dagegen getan werden. Genügend Zeit, einen richtig geilen Film zu drehen, mit dem du es allen zeigst, dass du richtig gut bist. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber der Tengelmann hat auf. Aha. Aha. Da gibt's viel. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie scheiße es kommt, wenn man immer, und damit meine ich immer, ich stelle mich in die Öffentlichkeit, nehme mein Handy, mach laute Musik. Alter, schon mal was gehört vom Kopfhörer? Ah, das ist meine Bestellung. Na endlich. J, hi, Steve, Mann. Alles klar, Mann? T ist Mario, alles fit, ja. Klar. Und, was geht? Was geht bei dir, Mann? Ja, hab gerade ein bisschen geboxt und so. Ich hab übelst krassen Stoff, Alter. Echt, oder was? Ja. Was denn? Schau, was ich dabei hab. Fluch der Karibik 4 und die Gefahren des Angelns. Fluch der Karibik 4. Das kannst du mit deiner Freundin anschauen, aber nicht mit mir. Aber der Film ist verdammt geil. Der Einser war schon zu geil. Wir müssen uns den anschauen. Da war der Zweier von Fluch der Karibik war schon komplett überflüssig. Der Dreier war noch mehr überflüssig. Und der Vierte, das ist wahrscheinlich ein Meer von Überfluss. Das ist nur Geldmacherei. Und du fällst auch noch drauf rein. Man könnte den ganzen Film Ameisenfußball lang senden. Oder einfach nur einen kompletten Bildschirm schwarz machen. Und du würdest das auch noch rauf, bloß weil es Fluch der Karibik 4 ist. Wow. Halt! Legen Sie los. Ich habe eine brillante Filmidee. Der Film wird ein Kassenschlager. Alle Leute werden ihn anschauen. Es wird der Film des Jahrhunderts. Löffel. Ja, bitte. Ah, danke, Löffel habe ich selbst dabei. Löffel. Ich habe an Folgendes gedacht. Der Film wird ein Spielfilm um über 2 Stunden in etwa.
und man sieht die ganze Zeit nur ein schwarzes Löchchen. Ich habe Ihnen hier mal ein Musterexemplar für euch mitgebracht. Einfach so vorstellen. Ich habe hier schon ein Storyboard vorbereitet. Die ersten zwei Szenen. In der ersten Szene sucht Wolf mit seinen Socken, seinen schwarzen Nike-Socken und einem schwarzen Nike-Zeichen. In der zweiten Szene sucht Will Smith seinen Hut und das Spannende daran unter Wasser in der Nacht. Und als Hauptdarsteller sollten wir Michael Jackson hernehmen, als er noch jung war. Diese Idee ist brillant. Brillanter als Chuck Norris. Wie viel Geld werden Sie für diesen Film brauchen? 1 Million. 1 Million? 1 Million? Es sind einfach so viele unnötige Filme gedreht worden. Schau dir mal die American Pie Filme an. Es gibt die ersten zwei Teile, die sind vielleicht noch ganz lustig, ja, okay. Aber es gibt, glaube ich, schon 6 oder 7 davon. Und alle immer das Gleiche. Es sind zwar ein paar Jokes dabei, aber nicht wirklich was. Oder Titanic 2, jetzt stehen sie wieder auf. Was ist denn das bitte? Die Titanic ist untergegangen, die kann doch nicht wieder aufgehen. Oder The Seventh Sense. Was ist das denn bitte? Nicht The Sixth Sense, sondern The Seventh Sense. Wieso gibt es denn dann bitte eine Fortsetzung? Ist eine Fortsetzung? Obwohl der Junge tot ist, ja. Ja, mein totaler Durchschaut. Ja. Also, wir schauen uns den Film nicht an und dafür lade ich dich auf eine ordentliche Lebergasthandel ein. Okay. Mom! Ich gehe noch kurz mit Mario einkaufen. Wenn mich jemand anruft, sag, er soll unter der 9247 anrufen. Danke! 9247, meine Damen und Herren. Das ist auch die Nummer zu Ihrem Glück. Rufen Sie mich jetzt an. Jetzt auf der Stelle. Der Hotbutton muss jede Sekunde zuschlagen. Einen Moment, meine Damen und Herren. Einen Moment. Das kann's nicht sein. Ich leg sogar noch mein Handtuch oben drauf zu dem Paket. Meine Damen und Herren, das ist sensationell. Das hat es bei 9Live noch nie gegeben. Das Handtuch des Moderators wird auf das Paket draufgelegt. Der Hotbutton hat zugeschlagen. Wen habe ich am Apparat? Ja, hallo, hier ist der Bernd. Hallo Bernd! Und ich was habe, ist deine Lösung? 4. Die 4? Oh. Ist die 4 wirklich die Lösung? Ist die 4 wirklich die Lösung? Da bin ich mir nicht so sicher, meine Damen und Herren. Da bin ich mir nicht so sicher. Und 4 ist die richtige Lösung! Gratulation Bernd! Du hast dieses Handtuch hier gewonnen! Und was für ein Paket tust du dir aus? Ich nehme die 3! Wow! Ich darf dir gratulieren zu einem brandneuen Brockhaus! Die Enzyklopädie Teil 3! Vom Buchstaben B bis Buchstaben Brumm! Viel Spaß beim Lesen! Danke, das war's! Ja, danke, danke, danke! Also, Mama, ich pack's! Ich sag's dir vorhin, als ich auf dem Weg hierher war zu dir, da habe ich 2 Idioten getroffen. Du hältst es nicht für möglich. Einer von diesen Hip-Hoppern, wie sie sich in dieser Szene ja gerne nennen. Mhm. Ja, wieder laut Handy haben sie in der Hand gehabt. Laut Musik gehört, diese Krachmacher, sag ich dir. Ich habe ja gerne meine Ruhe am Samstagnachmittag. Aber die, nein, stehen mitten. Da kommen auch mal Menschen vorbei, wo die stehen, ja. Und dann machen sie wieder einen Lärm, es war brutal. Ich sag's dir, aber denen habe ich's gezeigt. Ihnen habe ich mal gezeigt, was Sache ist. Und vor allen Dingen immer so laut, oh, ja, wir stellen uns mitten hier sonst wo rein und hören uns so einen Scheiß an. Ist das angekommen bei euch, Schwachköpfen? Du denkst, du bist cool, aber das bist du nicht, denn du bist nur ein kleiner hässlicher Wicht. Jetzt ich gleich, alle Knochen bricht, denn ich hau dir gleich aufs Maul. Du bist ziemlich hässlich und noch ziemlich faul. Gau kann ja noch besser das, was du nicht kannst, denn du bist nur ein kleiner hässlicher blöder Schwanz. Du kommst nicht aus dem Ghetto, ich schon. Ich habe keine Arbeit und bekomme keinen Lohn. Du Penner! Lass mal bei uns, ne? Den scheiß Hip-Hopper, den hast du aber gezeigt.